So, schauen wir uns jetzt mal die dritte Maßnahme an, die der Staat hat, um in Märkte einzugreifen, die als marktinkonform oder marktkonträr bezeichnet werden. Und das ist die sogenannte Mindestpreispolitik oder Mindestpreisstrategie. Wir gehen aber auch wieder aus von einer Gleichgewichtssituation, die ohne staatliche Eingriffe sich einstellen würde. Gleichgewichtspreis und Gleichgewichtsmenge. Und jetzt ist die Absicht des Staates hier ein Anbieterschutz, also eine bestimmte Branche mit einem bestimmten festen oder Mindesteinkommen zu sichern. Und dementsprechend setzt der Staat hier Mindestpreise, die für diese Güter oder Dienstleistungen gezahlt werden müssen, das heißt, die nicht unterschritten werden dürfen. Daher liegt dieser vom Staat festgelegte Mindestpreis logischerweise über dem eigentlichen Marktpreis. Nennen wir das mal PM. So, was passiert jetzt auf diesem Markt? Wir sehen schon, es ist eine Situation, wie wir sie schon an anderen Marktsituationen uns angeschaut haben, wo wir einen Angebotsüberhang hervorrufen durch diesen staatlichen Eingriff. Das heißt, die Nachfrager werden natürlich jetzt durch diesen erhöhten Preis abgeschreckt von diesem Gut. Das wäre jetzt hier die nachgefragte Menge, die zu diesem neuen Preis am Markt relevant wird. Andererseits werden jetzt Anbieter, für die es bisher unattraktiv oder von ihrer Kostenseite her nicht möglich war, anzubieten, auch auf diesem Markt ihr Gut anbieten können. Ein typisches Beispiel dafür ist der Landwirtschaftssektor. Der EU-Agrarmarkt, der wird im Prinzip schon seit Jahrzehnten über diese Mindestpreissetzungen unter anderem auch organisiert. Ja, was bedeutet das jetzt für die Situation auf diesem Markt? Was hat der Staat jetzt sozusagen hier hervorgerufen? Wie kriegen wir den Angebotsüberhang weg? Also, da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder der Staat garantiert den Anbietern eine bestimmte Abnahme, Menge, um eben diesen Preis halten zu können und auch genau zu diesem Preis. Das Ganze erfordert natürlich große Aufwand an staatlichen Geldern, Steuergeldern, die hier für die Abnahme, für die Lagerung oder wie in vielen Beispielen aus den 80er Jahren für die Vernichtung von Lebensmitteln aufgebracht werden müssen, um eben zu verhindern, dass die Anbieter, die keine Nachfrage finden zu diesem Preis, dass die eben unter der Hand wieder bereit wären, billiger zu verkaufen. Und dann würde ja der eigentliche Effekt des Mindestpreises ja verpuffen. Dieses nennt man sogenannte graue Märkte, im Gegensatz zu den Schwarzmärkten, die bei der Höchstpreispolitik entstehen können. Um diese grauen Märkte nicht entstehen zu lassen oder auszutrocknen, muss der Staat eben solche Maßnahmen ergreifen, um dann diesen negativen Folgen wiederum entgegenzuwirken, müssen wiederum Gegenmaßnahmen ergriffen werden, die so aussehen können, dass bestimmte Kontingente vorgeschrieben werden, Flächenstilllegungsprämien, auch das haben wir schon in der EU erlebt, oder auch Schlachtprämien, wenn zu viel Milch auf den Märkten war. Das sind alles grundsätzliche Probleme einer zentralen Steuerung von Marktprozessen. In der Fachsprache sagt man, die Lenkungsfunktion des Preises wird hier ausgeschaltet, weil er eben sich nicht über Angebot und Nachfrage frei bilden kann, sondern eben durch diesen staatlichen Eingriff manipuliert wird. Ja, jetzt haben wir uns die drei marktinkonformen, marktkonträren Maßnahmen des Staates mal angeschaut und jetzt schauen wir uns die etwas harmloseren in Anführungszeichen Maßnahmen an, wie der Staat eben mit Subventionen, Steuern oder auch Transferzahlungen Märkte beeinflusst. Ja, bis dahin viel Spaß beim Lernen.